Ich habe 90 Minuten lang Foot Drafts komplett durchgeballert und diese Packs habe ich bekommen. 90 Minuten und das heißt, wir gehen direkt rein. Wir müssen natürlich auch beim Draftbau relativ schnell sein. Ich baller da meine FIFA Points rein und dann würde ich sagen, nehmen wir die 4-1-2-1-2. Boah, Ibrahimovic, yo, Ibra und Hulit. Boah, ich nehme Ibra. Das ist, glaube ich, dumm gewesen wegen Chemistry und so, aber ich habe Bock, Ibra zu spielen, deswegen nehme ich den einfach mal. Wir skippen diesen Part, denn ich habe jetzt einfach nur so schnell wie möglich das bestmögliche Foot Draft gebaut. Und voila, das ist das Team, mit dem wir zocken werden. Ja, egal, wir gehen trotzdem einfach rein. Ich könnte jetzt theoretisch noch Taktiken einstellen und so, aber wir gehen einfach rein, Leute. Wir gehen einfach komplett wild rein in das Ganze. So, und wir gehen jetzt also rein in das erste Spiel und da werde ich jetzt ein kurzes Commentary drüber legen. 1-0 in Führung gegangen direkt mal, das war sehr, sehr nice. Dann 2-0 mit Hullet. Wichtig war es einfach, dass wir viele Gegner zum Quitten bekommen, damit wir einfach so viele Drafts wie möglich schaffen. Gegner dann mit dem Anschlusstreffer, wir aber dann direkt mit dem 3-1 und hiernach ganz entspannt mit dem 4-1 und danach ist das hier passiert. Komm, ja. Wichtig, weil das spart uns extrem viel Zeit. So, wir haben jetzt 12 Minuten gebraucht für einen Sieg und Teambau. Das ist echt schnell. Das heißt, wir müssen weitermachen direkt. Wir müssen direkt weitermachen. Bam, 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 bam. So, wir gehen rein ins zweite Spiel. Gegner macht hier direkt das 1-0. Das war natürlich mega unlucky, aber wir gleichen direkt aus. Und wir brauchen hier unbedingt den Sieg. Gegner macht aber das 2-1. Das ist natürlich nicht gut, aber wir kommen wieder mit Hulle zum 2-2. Gegner macht dann aber wieder das 3-2. Und dann sogar das 4-2. Da war ich ein bisschen im Loch, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber dann zurückgekommen. Es ist schon die 88. Minute. Und jetzt in der Nachspielzeit machen wir noch zum Glück das 4-4 und das war sowas von wichtig, weil wir dadurch noch weiter reinkommen und eben ein Spiel weiterkommen, hoffentlich. Wenn wir jetzt die Verlängerung gewinnen, Gegner macht das Tor, ich gleich aus und damit geht es komplett ins Elfmeterschießen. Gegner tritt an und verschießt, er schießt in die Mitte. Dann komme ich schieße nach links und er hält ihn auch. Und dann kommt er schießt nach, ja, wieder in die Mitte eigentlich. Ich halte ihn wieder, dann komme ich schieße nach links, das passt. Er schießt nach links an die Stange. Und damit war ich weit vorne, mache meinen Treffer. Und jetzt hat er den Ball und schießt wieder in die Mitte. Und das heißt, wir gewinnen das Game. So, und dann konnten wir ins dritte Spiel reingehen, also Halbfinale. Gegner hier direkt mit dem Treffer, aber wir gleichen aus. Und danach der Gegner wieder mit dem Tor. Der war richtig, richtig gut. Und ich konnte aber zum Glück nochmal zum Ausgleich kommen. Und danach dann auch zum Glück noch direkt den nächsten Treffer nachlegen. Hier schön am Torwart vorbei. Und dann passierte glücklicherweise das hier. Er quittet, das ist ganz wichtig. Das bringt uns so viel Zeit. Ja! Ja, das bringt uns so viel Zeit und wir sind im Draft-Finale nach 40 Minuten. So, und jetzt war Finale angesagt und ich habe einen absoluten Topspieler bekommen. Der macht mir hier das 1-0, direkt danach das 2-0. Ich war tatsächlich sehr frustriert, habe aber dann zum Glück noch den Anschlusstreffer gemacht. Aber danach ist er komplett über mich drüber gefahren. So, wir skippen ganz kurz zum Ende. Das Spiel habe ich nämlich leider nicht mehr gewonnen. Naja, das war's. Da muss ich raus, Chat. Da muss ich raus. Okay, 3 Siege. Mal schauen, was wir bekommen für Rewards. Ey, das ist ja mal ganz großer Käse. Oh mein Gott, ist das schlecht. Und obwohl die Packs nicht gut aussehen, kostet das linke Pack im Shop 25k und das rechte Pack 12,5k. Und wir haben jetzt noch 38 Minuten Zeit, um komplett Vollgas zu geben. Und so sieht unser zweites Foot Draft aus. Let's go. So, wir gehen rein ins erste Spiel vom zweiten Draft. Und wir machen direkt Tore. Bam, 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 bam. Wir müssen Tore machen. Wir haben nicht mehr lange Zeit und es passiert wieder Folgendes und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, let's go. Das ist so wichtig. Das spart uns Zeit. Damit können wir jetzt noch weitermachen. Komm. Die zweite Runde war ein absolutes Spektakel. 1-0 durch Cruyff mit einem Lupfer. Gegner gleicht aus und der Gegner war enorm gut. Der war richtig, richtig stark und er kommt hier direkt in Führung. Wir machen aber das 2-2 mit Ibra, sehr, sehr schön. Und dann macht er wieder einen Treffer und zwar wirklich wieder wunderschön. Das war wirklich ein 1A-Spieler, das kann ich echt so sagen. Wir treffen dann aber zum Glück mit dem Elfmeter 3-3 und das ist ein richtiges Sahnetor von Pirlo. Let's go, 4-3 für uns. Wir kommen nochmal vors Tor, Heal to Borrow und 5-3 rein das Ding. Aber der Gegner steckt nicht auf, 83. Minute, macht
macht er hier das Tor und leider kommt's, wie es kommen musste. Er macht den Ausgleich, wir gehen in die Verlängerung und machen den wichtigen Treffer und das Spiel endet tatsächlich 6:5. Und jetzt hatten wir leider ein schwerwiegendes Problem. Wir hatten keine Zeit mehr. Das heißt, ich konnte nur noch ein Spiel machen, außer der Gegner quittet. Und ihr seht jetzt, ob er das eben getan hat. Die Kurzfassung ist, nein, es ging sich nicht aus. Der Gegner hat nicht gequittet und die Zeit war abgelaufen. Neben meiner Facecam seht ihr es, wir haben keine einzige Sekunde mehr übrig. Und in diesem Spiel haben wir aber nochmal den wichtigen Sieg geholt. Wir haben das 2:1 geholt und haben damit wieder 3 Siege im gesamten Draft. Und jetzt ist natürlich die Frage gewesen, spiele ich das Finale noch oder tue ich es nicht mehr? Und ich habe mich dann dafür entschieden, das letzte Spiel zu quitten, damit ich einfach fair bleibe und sage, hey, ich habe 90 Minuten und in dieser Zeit spiele ich Drafts. Und jetzt gehen wir rein in die Packs und schauen, was wir rausholen können aus diesen 90 Minuten. So, wir schauen rein. Oh, 20.000 Münzen. Doch nicht schlecht, das zu quitten. Das war wichtig. Noch ein 25k-Pack, Goldspieler-Pack und wie gesagt 20.000 Münzen, das ist natürlich sehr, sehr gut. Zusammengefasst haben wir 2 Drafts gespielt und beide davon mit 3 Siegen absolviert. Wir haben dafür bekommen 2-mal ein 25k-Pack und 2-mal ein 12,5k-Pack plus 20.000 Münzen. Hört sich also schon mal gut an, ich würde sagen, wir gehen in die Packs und schauen, ob sich das Ganze lohnt. Normales Goldspieler-Pack, 2-mal. So, wir gehen rein ins erste und wir ziehen Ötchan, okay. Erstes Pack. Schmutz, Quatsch, ganz käsig. Goldspieler-Pack, let's go. Ist tradable natürlich, wie alles beim Draft. Und wir ziehen wieder einen Bundesligaspieler und diesmal ist es Günther. Die beiden sind's, das sind die 25k-Sets, let's go. Das sind die Packs vom Draft. Und wir ziehen tatsächlich einen Inform und das ist natürlich sehr gut, weil wir die einfach verkaufen können, weil das ja tradable ist. Goldspieler-Premium, let's go. Und wir ziehen Lucero. Okay, das Pack war scheiße, das sind so 5k oder so, wenn man alles verkauft. Ist aber trotzdem nicht schlecht. Das heißt, wir haben 20k, also wir haben locker 50k aus den 2 Drafts gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Was ist mein Fazit? Lohnt sich Foot Draft? Soll man es spielen oder soll man es nicht spielen? Ich bin der festen Überzeugung, wenn man ein halbwegs guter FIFA-Spieler ist, lohnt es sich definitiv. Wir haben in diesem Video 2x3 Siege geholt und dadurch wirklich gute Packs rausbekommen. Wir haben zwar nicht die allerbesten Sachen gezogen, das Beste war halt einfach nur ein Inform, aber dennoch haben wir super Gewinn gemacht. Wir sind da locker mit 50k rausgegangen. Hätte ich also jetzt hier mir diese Drafts gekauft mit Münzen, hätte ich trotzdem 20.000 Münzen Gewinn gemacht in diesen 90 Minuten. Also das ist schon wirklich solide. Dementsprechend, wenn ihr gut seid in FIFA, lohnt es sich definitiv Foot Drafts zu spielen. Und das war's jetzt auch schon. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr mehr solcher Produktionen haben wollt, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Solche Videos sind natürlich deutlich aufwendiger als der Rest. Aber wenn ihr das sehen wollt, wenn ihr da Bock drauf habt, kann ich damit weiter durchziehen. Also lasst es mich gerne wissen. Wir hören uns. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes und ciao, ciao.